Hier gibt es nichts mehr zu holen. Bär, wir sind alle ausgeflogen. Es überlebt nur die Königin, ich weiß. Gut. Auf jeden Fall war es gut, dass ich hier rein bin. Wegen Noten halt. Immer wieder dieselben Orte abklappern mit neuen Begebenheiten. So. Jetzt müsste das Eichhörnchen drankommen. Eichhörnchen. Ups. Und darüber. Schön. Jetzt kann ich noch nicht. Doch, jetzt kann ich es schon holen. Das Haus ist fertig gebaut. Ich guck aber nochmal hier außen rum. Da komme ich nicht rein. Man weiß ja nie, ob hier außen noch was ist. Hilfe, Bienen. Aber ein Fenster hält sie ab, mich zu nerven. Yay. Sehr schwer. Das Schwere war einfach in den vorigen Jahreszeiten darauf zu verzichten. So. Holen wir uns diese Raupe noch. Ich glaube, im Winter wird er nochmal 15 oder so. Könnte doch noch knapp werden. Kommst du? Hier gibt es auf jeden Fall kein Puzzleteil mehr auf dieser Seite. Das wäre auch zu viel, wenn es das zweimal gäbe. Haha. Das nenne ich mal Skill. Bärenskill. Oh, da ist jemand traurig. Hallo, du Bär. Ich brauche noch 6 leckere Eicheln, bevor der Winter naht. Kraut, oder was auch immer er gesagt hat. Ist ja auch nicht so schwer, die 6. Das Problem ist nur, nicht runterzufallen. Ah, jetzt kann ich da rein. Aber hier war nicht die leere Honiggabe, oder? Gucken. Gucken. Ich höre was springen. Ah, ja. Sehr schön. Die erste von 6. Hätte eigentlich so bleiben können. Ich probiere es einfach. Yes, kreischt locker. Oh je, anstatt sich mal zu bedanken, erstmal noch rumjammern. So. Gib mir doch Mühe, es dauert dann ein Weilchen noch. Also, immer mit der Ruhe. Oha, das wird schwer. Das Ding zu erlangen. Mitten im Loch hier. Das ist echt fies. Also, das ist unfair jetzt. Wie soll ich denn da am besten drankommen? Dann braucht man halt riesen Glück, dass man da unten auf dem Ding landet. Wenn es überhaupt passt. Ey, scheiße, ist das gemein. Ja, es war einfach klar. Aber immerhin lebe ich noch. Das ist ja richtig fies gewesen. Was für Sadisten haben dieses Rätsel gemacht. Das waren echte Sadisten. Aber mich kriegen die damit nicht fertig. Ich bin wieder voll aufgefüllt. Muss noch wieder hochkommen. Ist ja kein sehr weiter Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Sondern steinig und schwer. Für diesen Bär. Gerade noch ein Reim eingefallen. So. Komm. Nur nicht runterfallen. Ich bin schon zu oft bei sowas runtergefallen, weil es zu leicht war.
Weil ich mich dann zu beeilt habe. So. Aber ich glaube, das ist echt beabsichtigt, dass man da einmal mindestens runterfliegt. Weil die Eichel suche. Einfach um das ganze Spiel in die Länge zu ziehen. Wundert mich eh, wie selten ich bisher runtergeflogen bin. Da friss. 3 von 6. Lava nett. Sei dankbar. Ey, ich hab doch... Was soll ich machen? Außer kämpfen. So. Bin gespannt, ob es hier dumme Leute gibt, die ohne Katsui das versuchen. Da rutscht man direkt runter. So. Fehlen noch 2. Einen sehe ich schon. War das klug? Auf jeden Fall passt's. Da guckt es mich groß an. 6 Eicheln, davon komme ich einen Tag aus, maximal. Oh, egal. Hat sich genug voll gefressen im Sommer und im Frühling. Nur im Frühling. Oh je, Naruto hat immer noch zu wenig Eicheln. Wer mit 6 auskommt, kommt auch mit 5 aus. Kann ich ihm selbst was klauen hier? Da ist er tatsächlich. Da rechnet er damit, dass da im Haus noch eine ist. Dann ist die auch weg. Da fehlt ihm doch noch eine. Noten. War klar, dass hier auch wieder Noten sind. Der Herbst hat echt ganz viele Noten. 25 fehlen nur noch. So, jetzt ist der befriedigt. Super, so komme ich gut über den Winter. Nimm das hier. Wir sehen uns im Frühling. Oder auch nicht. So. Jetzt überlege ich kurz. Kann ich da schon irgendwas ausrichten? Nee, geht nicht so hoch. Und man kann ja auch nicht so zielgesucht schießen. Also lenken, wie in Banjo-Tooie. Da ist auf jeden Fall die leere Honigwabe drin. Die kriege ich dann wohl erst im Winter. Genau wie die andere. Wow, das war Glück. Haha. Boah, da muss ich es noch drauf haben. Winter, ich komme. Die letzte Tür. Schön. Ah, ja, der Geier will ja fressen. Und mir ganz viele Noten geben. Hoffentlich habe ich genug Raupen. Wenn er 15 wollte, dann reicht es nicht. Aber 10 habe ich locker. Wieder 3 zu viel sogar. Voll gefräßig. Die armen Raupen. Jam, 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 jam. 10 waren es. Gut. Da hinten ist noch eine. Die sieht er nicht. Danke, Bär. Bald bin ich ein großer Adler. Jetzt muss ich aber schlafen. Gute Nacht, Abby. Ey, der läuft ja von selbst hier. So. Ups. Verpasst. Gut. 81, 82, 83 und die restlichen gibt es im Winter. Im Winter gibt es echt nicht so viele. Der Herbst war hier das Optimum. Ob es was bringt, wenn ich jetzt nochmal hier hochgehe? Auf jeden Fall muss ich nicht mehr in den Baum rein, das wissen wir ja. Ach, nur noch eine Raupe, gut. Kann ich es wagen, runterzuspringen? Ja, ich bin voll. Ich darf es noch nicht ganz versauen, bitte. Hm, sieht nicht gut aus. Ja, egal. 3. Jetzt will ich... Ich habe keine goldene Feder. Ich, br
brauche aber diese Note. Sonst muss ich die später irgendwie kriegen. Ja, ich hab's. Nicht die ganz feine englische Art, aber es hat geklappt. Da kann ich ja zufrieden sein. So, kommt mal her. Ich krieg ihr was auf die Rübe. Höchste Zeit. Ey, von wegen. An euch will ich jetzt nicht sterben. Boah, okay, ich gebe auf. Nennen wir es unentschieden. Ne? Mann, Mann, Mann. Los, weg hier. Ich hoffe mal, ich muss hier nie wieder hin. Ich frage mich ja, ob ich das Puzzleteil auf der Blume echt im Winter jetzt holen kann. Oder ob die da nicht komplett verdorrt ist. Das Puzzleteil weg. Wir werden sehen. Hilfe. Ey, mit dem Schwanz. Das kann nicht wahr sein. Noch irgendwo? Ah, sehr schön. Ich brauche ein paar Honiger. Ich will nicht so leer da in den Winter rein. Winter ist gefährlich. Mit Schneemännern. Die es sonst nur im Freezy Peak gibt. Es regnet. Jetzt ist eisig. Lass mich mal bloß in Ruhe, ihr Augen. Da wird es dann auch irgendwo die Grothilda-Platte geben. Muss ja. Schön eisig. So. Das erste, was ich jetzt mache. Zu Mumbo gehen und danach fliegen und die Schneemänner ausbalancieren. Jetzt die letzte Chance, der letzte Mumbo-Schädel. Ah, wen haben wir denn da? Yay! Der letzte Mumbo-Schädel. Die letzte Chance, meine Theorie eventuell doch noch zu beweisen, dass da eine leere Honigbarbe drin ist. 7, mir fehlen nur noch 3. Funz doch. Geht voran. Oh, hallo Mumbo. Mumbo ist im Urlaub. Kommt im Frühling wieder. Jetzt sagst du nichts, ne? Hat Mumbo nichts hinterlassen. Keine leere Honigwabe. Oh. Wo hatte ich das bisher? Vielleicht verwechsel ich es ja wirklich mit Banjo-Tooie. Da war es vielleicht. Könnte sogar im ersten Level sein. Ja, vielleicht. Müssen wir nicht wieder drüber reden. Vergessen wir das einfach. So. Im Winter gibt es keine bösen Pflanzen und so. Das ist immer schon schön. Die sind alle verdorrt. Dafür gibt es Schneemänner, die jetzt erstmal einen auf die Rübe wollen. Auf die Zylinder, auf die 12. Aber die müssen auch erstmal treffen. So nicht. Wieso? Das ist doch blöd. Normalerweise ist das so nicht schwer. Hilfe. Kommt der mir bis hier hoch her? Hinterher. Und trifft mich dann wieder zweimal. Typisch. So. Erstmal den hier. Der hat mich zuerst provoziert. Jeder kriegt, was er verdient. Ins Herz. Bringt nichts. Die sind nur. Au! Am Zylinder empfindlich, warum auch immer. Danke, endlich. So. Ups, fuck. Das war schlecht von mir. Gebe ich zu. Aber so ist alles wieder im Lot. So, dich kriege ich noch, keine Sorge. Ich stelle mich gerade zwar ein bisschen anfängerisch an. Da ist die Pflanze verdorrt. Sieht man da irgendwo ein Puzzleteil oder muss ich da echt nochmal
in einer anderen Jahreszeit hin. Im Herbst muss ich da echt irgendwie noch drankommen. Ich frag mich gerade, wie ich das soll. Verstehe ich gerade echt nicht. Im Winter gibt das Puzzleteil nicht mehr auf der Blume. Da ist noch eine. Da ist die Grundhilda-Platte. Grundhilda. Oh, der hat mich getroffen. Das hast du nicht umsonst getan. Oh, das ist recht nicht. Hat er sich weggebeugt. Was ein Fight hier. Zu niedrig. Ich glaub's nicht. Der beugt sich immer weg. Jetzt geh ich erstmal noch ein Stück runter. Und dann hoch. Und dann trifft er mich wieder. Wieso nicht? Ich hatte ihn doch. Ich glaub's nicht, der macht mich fertig. Wenn ich einmal von ganz oben runterfall, bin ich jetzt tot. Wahrscheinlich. Wieso denn? Kann nicht wahr sein. Wieso treffen die so gut? Pff, ich habe gar keine Chance. Okay, vergessen wir es erstmal. Ich brauche erstmal Energie. Schade, dass hier keinen Battles gibt. Das Puzzleteil hier ist echt weg. Ich verstehe es nicht. Wo ist es denn hin? Ist auch verdorrt. Gut, ich muss hier, glaube ich, leider von ganz weitem schnell sein. Deine Luftreserven werden bald am Ende sein. No. Nicht, wenn ich schnell genug bin. Da ist er. Eisig ist immer noch so schlimm wie die Brühe in Rusty Bucket Bay. So. Das Schwierige wird jetzt sein, zurückzukommen, weil ich dieses kleine Loch finden muss. Eine einzige leere Runde fehlt noch im ganzen Spiel. Und die ist auch in dieser Welt. Ups, normalerweise bekomme ich im Winter keinen Besuch. Ja, wie denn auch? Scheiße, jetzt muss ich zurückkommen. Fuck, 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 ich will nicht sterben. Kleiner Ausrede selbst hält, aber den nutze ich bestimmt nicht. Jetzt muss ich noch zurückkommen. Das kleine Loch finden. Das erinnert mich ein bisschen an Dragon Ball. Wenn ihr wisst, was ich meine. Welche Szene aus der Serie, dann schreibt mir das in die Kommentare. Nein! Ey, ich war... Pff, genau deswegen habe ich gespeichert. Ey, ja, das war dumm jetzt gerade. Eigentlich war ich oben, da ist trotzdem nochmal runter. Das Spiel verarscht mich mal wieder. Dabei war es gar nicht mal so schlecht. Und so schwer ist es auch nicht. Ist doch genau abgemessen, die Zeit. Raus! Er geht immer wieder runter, ich verstehe es nicht. Obwohl ich eigentlich oben bin und ich will einfach nur... Ja. Das ist schon witzig. Sowas muss man einfach nicht machen, nee. Verstehe ich gerade nicht. Wo ist denn das Problem? Ich springe jetzt mal nicht, wenn ich oben bin, sondern drücke einfach gar nichts mehr und warte, bis ich Luft habe. Hoffentlich geht das auch. So. Erstmal Luft holen. Oh, ich verliere immer noch. Raus hier. Jetzt bin ich in Sicherheit. Oh Mann. Hammerhart. Oh, ich bin gleich tot. Da will ich jetzt nichts riskieren. Ey, wie viel verträgst du?
Wow, ganz schön viel. So riesige Teile. Oh, okay. Jetzt mache ich aber ziemlich viel Mist auf einmal.